Die werte Frau Kollegin von und zu Bell will also kämpfen, ja? Dann werde ich der eine verpassen, dass er nur noch Glocken hört. Der wird Hören und Sehen vergehen. Wisst ihr, Glocken, Bell auf Englisch. Einleitungswitz gelungen. Bum, psch. Hey Markus, du erinnerst dich doch noch an unser Versprechen über den Visucaster, oder? Ja. Dann wollen wir mal fix einen Pokémon-Kampf austragen. Doch vorher noch schnell eine Sache. Was zum... Wenn wir in der Nähe der Tore unsere Kämpfe bestreiten, müssen wir unbedingt aufpassen, die Leuchtschriftanzeigetafeln nicht zu beschädigen. Ich bin nämlich auch nicht mehr so harmlos wie noch zu Beginn. Man darf mich keinesfalls unterschätzen. Nö, du hast mein Zimmer kaputt gemacht. Also dann lass uns mal wieder ein Kämpfchen wagen. Ja, ich spiele gern mit den Kindern. Es ist okay. Kriegt ja kaum mehr einen Pokéball aus der Tasche. Ach. Ohne ein paar Schritte zurückzugehen. Vor lauter Rückstoß. Die erleidet schon Rückstoß beim Pokéball-Zücken. Ja, das Terry Bug hat Bedroher. Das finde ich ja durchaus ein bisschen bedrohlich. Aber ein Zertrümmerer ist halt auch sehr effektiv gegen so ein... Na gut, ja, aber ist nicht so stark, wie ich mir erhofft hätte. Was zur Hölle? Die Pokémon und ich, gemeinsam sind wir stark geworden. Ich bin ein klein wenig überrascht tatsächlich, dass er das so gut weggesteckt hat. Würde interessieren, wie es mit Schaufler aussieht. Im Vergleich. Bringt mehr, war aber auch ein Critical. Lässt sich schwer einordnen in der Situation. Klauenwetzer. Wetzt seinen Klauen, um sie zu schärfen, erhöht Angriff und Genauigkeit. Das ist dafür aber eine eigene... Angriff und Genauigkeit. Ach, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich das... Also die anderen Sachen sind mir halt wichtiger. Macht schon Sinn, weil er hat ganz große Klauen. Also sind wir mal kein Klauen. Also an Schaufler und Metallklaue gibt es keinen Weg dran vorbei. Vielleicht Lehmschelle. Lehmschelle ist schon ziemlich obsolet, oder? Stärke 20, bitte dich. Außerdem ist er ja physisch unterwegs, der Rotomurf. Und er hat auch nur physische Attacken drauf, bis auf Lehmschelle. Na gut, unter Berücksichtigung aller Fakten nehme ich mal Klauenwetzer rein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das lange drin lasse. Ja. Swatronin. Ja, da werde ich mal wechseln, du. Ja, guten Tag. Da treffen sich die Starter also wieder. Komm bloß nicht ins Straucheln. Jetzt mal Strauchler vergleichen mit Grasmixer. Immer so ein bisschen in die Recherche gehen, ne? Aha. Also Zwotronin war nicht schwer genug. Kann man das so sehen? Warte, Somnian ist Psycho. Oder ist Zurokex die richtige Wahl? Lass mich. Ich muss immer ganz kurz, ne? So kriegen wir das alles gebacken. Vorahnung wirkt. Tja, nicht ohne Grund. Down. Aber ansonsten ein interessantes Team. Krillmack. Mach's eigentlich egal, ne? Bleib drin, Zurokex. Bleib mal da. Wird ihm der große Durchbruch gelingen? Ja! Hätte man nicht so gegähnt, ne? Na gut, da hat er eben schon Hochmut. Ich hab verloren, obwohl ich mit Lilia trainiert habe. Selbst schuld, ne? Oh. Als Pokémon-Trainer mag ich wohl nie das Format von dir, Sharon oder Lilia erreichen, aber seit ich meine Reise in Abvinitia angetreten habe, bin ich bereits so vielen Menschen begegnet und konnte mir jede Menge Gedanken darüber machen, was ich alles erreichen kann und will. Die Pokémon haben mir schon ganz viele neue Erfahrungen beschert.
Als mir mein Pokémon weggenommen wurde, war das furchtbar schlimm für mich. Trotzdem bin ich sehr froh, die Reise angetreten zu haben. Mit meinen Pokémon zusammen zu sein, ist für mich einfach unheimlich wichtig. Nun ja, wir werden uns bestimmt bald wieder auf den Weg laufen. Mach's gut, Markus. Ey, schon mal Respekt dafür, dass sie erkennt, dass sie nicht die Nummer 1 ist. Gibt ja so ein paar Rivalenspacken in den anderen Generationen und Editionen, die trotz immer erneuter Niederlage behaupten, sie wären die geilsten und tollsten. Ja, ich muss irgendwie an Talio und Hopp denken. Jenseits von Route 4 liegt Rayonos City. Mit Route 4 liegt ein langer, sandiger und beschwerlicher Weg vor dir. Wenn du da wirklich durch willst, sei auf der Hut. Hut ab, sag ich dir schon mal. Den kannst du abnehmen. Hey Trainer, sieh dir einmal genau die Farbe des Sandes hier an. Wie du siehst, gibt es Stellen mit heller und solche mit dunkler Färbung, nicht? In den Sandstellen mit der dunklen Färbung verstecken sich wilde Pokémon. Ja, da habe ich mein Zuko-Keks her. Schon so lange her und eigentlich kommen wir jetzt erst offiziell hier hin. Oder nach regulärem Weg. Ey, den kann man sich echt überlegen. Gibt's denn auch einen Weiß 2 Flampion? Wobei ein Weiß 2 auch noch die Frage ist. Leute, drei Fragen. Bitte beantworten. Mal nicht so kommentarfaul teilweise sein. Frage 1. Gibt es Flampion und wie der sich schimpft in Weiß 2? Frage 2. Findet ihr, ich sollte Floink im Team lassen in Weiß 2? Also Floink wird unser Starter sein, den ich auswähle zu Beginn von Weiß 2. Weil der länger her ist dann als die anderen beiden. Aber soll ich den auch im Team lassen? Ist natürlich klar. Deswegen Frage 3. Wäre euch lieber Floink zu trainieren, obwohl wir den schon in Schwarz hatten? Oder wäre Flampion? Wie ist der Vergleich? Ist Flampion und seine Entwicklung deutlich besser oder deutlich schlechter? Oder hält sich das in etwa die Waage im Vergleich? Was sagt ihr? Was sagen die Experten? Ja gut, die Angler haben Wasser-Pokémon, hätte ich gesagt. Deswegen muss Efuserp hier zur Stelle eilen. Oho, ein guter Fang. Nicht übel. Als nächstes werde ich mir dann wohl den Sieg angeln. Nein. Das wird... Oh, vier Pokémon? Barschuft? Ich dachte schon, hier kommt so ein Carpador-Trainer, Digga. Ja gut, die können wir rasieren. Die hätten wir allerdings auch... Ne? Die hätten wir auch als Training schon vor der Arena nutzen können. Nicht nötig gewesen am Ende des Tages, aber... It is a option. Die hätten wir schon hingekonnt. Ja, das ist wirklich die Frage. Ich bin mir halt immer noch nicht sicher. Ich bin mir sicher, dass ich Floink nehmen werde, aber ob der wirklich im Team bleibt, das steht selten wie nie auf der Kippe, weil wir ihn halt schon mal hatten. Ja? Und ich jetzt eigentlich keinen Einalt-Starter bevorzugen wollen würde. Na gut, ich finde Floink bis hin zu Flambirex eigentlich ziemlich cool. Aber die Pokémon-Welt hat so viele verschiedene Pokémon-Speed. Eigentlich... Ist vielleicht, wenn man die hier fangen kann. Ja, ich weiß nicht wann, ne? Weiß 2 ist ja ein anderes Spiel, ein anderer Verlauf. Naja, gut. Ihr könnt mir so ein bisschen die Gedankengänge in die Comics schreiben und dann kann ich da noch ein bisschen abwägen. Aber er wäre auf jeden Fall eine alternative Option. Würde ich fast schon bevorzugen. Er ist so ein gutes Pokémon. Und stattdessen den Starter rausschmeißen. Das hat man auch außerordentlich selten. Das haben wir gemacht im Pokémon Rubin Freegatter. Das Hydropi, das blieb nicht dabei. Das mag euch schockieren, aber das Hydropi in Pokémon Rubin 2012, nee, 13, wurde rausgeschmissen aus dem Team. Tja. Glückwunsch! Mit mir ist dir ein echt toller Hecht an den Haken gegangen. In einem Kampf gegen mich stehst du nur frisch gefangenen Pokémon gegenüber. Du meinst, sie schmecken dann noch? Nicht so wie du. Angler Marlon. Nimm dies. Ja, du. Barschufte in Hülle und Fülle. Aber die können wenigstens ein bisschen was und geben auch ein bisschen EP. Deswegen ist mir das lieber als eine Carpador-Apokalypse.
Es sind ungelegte Eier, aber mir kommen halt so viele Ideen, ich muss die mal aufschreiben, die Ideen. Auch wenn ich wahrscheinlich erst nächstes Jahr weiß, zwei Let's Player. Ich muss mir schon ein bisschen Gedanken machen, welche Pokémon ich nicht vergessen darf. Weil Gen 5 Pokémon gibt's außerhalb von Gen 5 ja gar nicht so in Hülle und Fülle. Da muss man schon mal zuschlagen, wenn man die Gelegenheit dazu bekommt. Tja, am Ende bin ich dir tatsächlich an den Haken gegangen. Okay, ich kann mir vorstellen, der Sharon will kämpfen, wobei... Da oben ist noch eine Lady. Ist wieder da. Ich meine, er sieht natürlich auch ein bisschen, ne? Beschränkt aus. Was machen seine vermeintlichen Augenbrauen? Ich will ihn jetzt nicht in den Himmel loben, aber ich denke nur, es ist eine interessante Wahl oder Abwechslung, ne? Was ist das denn? Was ist das denn? Level 16, ja. Okay, du hast wohl einen Knall. Hier liegt ein Superball. Tachchen. Wegen des Sandsturmes sehe ich kaum die Hand vor Augen. Aber das hindert mich nicht daran, einen Kampf gegen dich auszutragen. Ja, sie hat recht. Man sieht gar nichts mehr. Ihr seht es doch selbst, ne? Keine 2 Zentimeter weit kann man gucken, Shirley. Übrigens, ich mache dir mal einen Termin bei Vielmann, okay? Ist das in Ordnung für dich, Shirley? Nur rein, nö, nur so vorsorglich. Hat gar keinen Grund. Ja gut. Strauchler bringt nicht so viel gegen ein Leichtgewicht, aber naja, könnte reichen. Der Sandsturm. Reicht. Die Kaulquappe hat nichts drauf außer Zahnbelag. Jetzt hängt Evoserp die anderen so ein bisschen ab von den Leveln, ich gebe es ja zu. Vor allem, wenn die Wüste jetzt noch massenhaft Boden-Pokémon bereithält. Sandsturm! Der Sandsturm der Liebe. Okay. Jawohl, ne? Ich mach jetzt erstmal dich. Aber Rotomurf an für sich? Ne? Kann auch gegen Boden-Pokémon ganz gut bestehen. Ich verlaufe mich gerade so ein bisschen. Bin mir nicht sicher, wo das alles hinführt. Okay, hier ist Sackgasse. Verstanden. Ist das hier vielleicht auch eine Sackgasse, so ganz allgemein? Mein Leben ist Dynamik pur. Ich denke, bei Sharon müssen wir hoch, da wo versperrt war. Oder ist es mit dieser Weg? Was? Via Scheslav. Via Scheslav. Okay. Klingt ja ziemlich osteuropäisch. Kiesling ist ein Fiesling. Was machen wir denn da? Sollte normal effektiv sein. Aha. Aha. Mal ganz kurz. 50 physisch. Würde mich interessieren. Das ist schwächer. Das liegt daran, weil der Typ halt spezial ist. Der Fliehknäuel. Ach, du liebes Lieschen. Ah, oh, der Sandsturm gibt das Finish. Soll man nicht ausrasten mit Erfolg, ne? Erfolgreich ausgerastet. Hier muss doch noch irgendwo ein Heilungstypi rumstehen, oder nicht? Wird ein immer weiterer Weg zum Pokémon Center und wir sind faul geworden. Aha, Praktibalk. Na denn, ja. Kampf gegen Kampf müsste auch normal sein, hä? Ja.
Göttlichen, wenn zwei Kämpfer in den Ring steigen. Ach ja, das kriegen wir hin. Mit der Faust den Stein zertrümmern, da sind wir dabei. Robustheit. Hier gibt's keinen Kleinstein, Onyx, Georock, aber hier gibt's Kiesling. Irgendeiner muss Robustheit repräsentieren. Einer muss es tun. Und er tut es. Meine Arbeit zu Ort zu verlieren ist ebenfalls sehr dynamisch. Meine Pokémon sind immer bei mir, daher bin ich so dynamisch. Müde Arbeiter, genießt euren wohlverdienten Feierabend in den Fertighäusern nahe Stratos City. Was sollen die da machen? Ja, wir müssen heilen. Da hilft alles nichts. Aber ich frage mich wirklich, wo hier die Verbindung herrscht. Vor allen Dingen das hier. Wird aufs Itemradar anschlagen, oder nicht? Haben wir schon eins bekommen? Ich glaube. Ist mir zu eindeutig hier. Können wir mal gucken, wie es funktioniert. Als ob ich das nicht versucht hätte. Aber hier ist ein Hyperball. Danke. Hier ist ein Hyperball. Gut, die habe ich erstmal besiegt. Da könnte man irgendwann mit Surfer zurück. Jetzt habe ich das Ding an, ne? Aber es ist wenigstens präzise. Es gibt schlimmere. Hey, es gibt schlimmere Itemradare. Das ist eigentlich in Ordnung. Das kann man fast schon dauerhaft anlassen, hätte ich gesagt. Das ist doch mehr wert als mein Avatar. Tut mir leid, Avatar, aber... Ich könnte mir das ja mal auf eine Schnellwahltaste legen, wenn man hier noch kein Fahrer hat. Und dann erstmal mit dem Ding da rumlaufen. Gibt, glaube ich, mehr. Macht mehr her am Ende des Tages. Das ist ein Häuschen, das werde ich auch gleich erkunden geben. So, Salz. Bleibt uns nur ein kleiner Marsch. Es bleibt offen! Ja, dann... Also Kämpfe tut es scheinbar auch nicht unterbrechen, zumindest keine wilden Pokémon. Dann habe ich nichts gesagt, dann finde ich es doch super schön. Super, super gut ist super, duper gut. In der Stadt liegt nichts, ist auch selten so. Aber auf den Routen können wir jetzt bluten. So, so, so. Dann würde ich sagen, tun wir ihn mal nach vorne, den Rotomurf. Er hat sowieso mal verdient. Oh, jetzt ist der Avatar wieder zurück. Dann, weißt du was? Ich tue das tatsächlich mal auf die Kurzwahl. Okay, die Taste ist es. Und wenn wir irgendwas sehen sollten, dann können wir es mitnehmen. Ich bin ja nie so ein großer Itemradar-Freund, aber das ist jetzt okay. Das ist ausnahmsweise mal LPM approved, weil das Itemradar auch recht simpel ist im Vergleich. Früher wurde es einfach nur bing, bing, bing gemacht und du hast dich tot gesucht. Das war ja kein Spaß. Ne? Hat das Spaß gemacht? Ich würde sagen, nein. Sharon. Markus, ich habe den Tag herbeigesehnt, an dem du endlich den Käferorden in den Händen hältst. Hat doch gar nicht so lange gedauert, Mann. Wie wäre es nun also mit einem Kampf, um herauszufinden, wer von uns beiden der stärkere Trainer ist? Ja, können wir machen. Sharon, wenn du meinst.
Ich habe also beide wieder an dem Part weggehauen. Wir sehen ja uns die größere Herausforderung, ne? Ich hasse noch Steinattacke. Oder ist er nur Bodenrode Murf? Oh, er ist sowieso wegen dem, Stahl. Das ist alles nicht, ne? Aber er ist besser wegen dem Sandsturm, oder? Ist es nicht so? Ich glaube, das war so. Also wir kriegen erstens mal keinen Schaden. Wir sollten auf der Route einfach auf Rotomov beharren. Der macht hier seinen Job 1A, würde ich mal sagen. Wer, wenn nicht er? Außerdem ist er noch ganz unten auf Level 22 folglich. Hatte die wenigste Erfahrung. Da muss noch mehr gehen. Vegimak. Klatschig, wird geklatscht. Und das kein Beifall. Ja, weil wir uns geboostet haben. Oder wir haben gar nicht uns geboostet, sondern den Gegner. Kann's nix, ne? Nicht mal eine Pflanzenattacke auf dem Boden Pokémon abfeuern. Mann. Brokkolimon kehrt zurück in seinen Pokéball. Jetzt meine ich das ernst, ne? Aber ich bin noch kein Stahl-Pokémon. Es tut mir leid für deinen Verkokel. Es tut mir so leid. Eigentlich nicht. Weiter geht's. Aber da bleibt nochmal stehen. Das ist ein Brocken. Der kann das. Die Pokémon von heutzutage. Nix truff außer Zahnbelag. Ich sag's immer wieder. Rotomur vor, noch ein Tor. Ah. Folterknecht. Ching. Irrelevant. Das ging leichter als mit Bell. Eindrucksvoll, aber warum kann ich nicht gewinnen? Verstehe. Deine Stärke basiert auf dem Vertrauen zwischen dir und deinen Pokémon. Aber sehr unbesorgt, denn ich kann meinem Verkokel auch noch mehr Kampfkraft entlocken. Was zum? Markus nimmt den Anruf an. Hallo, hättet ihr zwei vielleicht eine Sekunde Zeit, um euch mit mir zu treffen? Professor Esche, gibt's irgendwas? Bell scheint meinen Anruf nicht bemerkt zu haben. Was treibt sie wohl schon wieder? Aber gut, dann muss ich später eben nochmal gesondert mit ihr Kontakt aufnehmen. Na schön, meine beiden Freunde, ich erwarte euch am Tor von Rayono City. Wie meinen? Also, wenn wir zum Tor nach Rayono City gelangen wollen, müssen wir Route 4 einfach immer weiter geradeaus folgen. Ich glaube wirklich, das sind zwei Wege, ne? In der Wüste davor und tief im Innern des Wüstenressorts gibt's eine Ruine. Sie hat sich zu einer kleinen Touristenattraktion entwickelt. Wiggle. Ich gehe den linken Weg nochmal, es hilft nichts. Der ist offensichtlich gesondert. Ist zwar ein bisschen albern, so zwei Weggabelungen hier, aber mei. Ach, generell ist hier ein Häuschen. Da schauen wir mal rein. Und machen Looky-Looky. Was ist denn? Schon müde? Na gut, dann ruhe dich kurz aus. Ja, hätte ich es gewusst. Hohoho. Ihr habt euren Kommentar zu früh geschrieben. Jetzt weiß ich auch, dass hier ein Heiler ist. Ich hab's gesagt. Das ist in dieser Generation aber so. In XY war das schon weniger der Fall, oder? Ah, intelligent setzen, das ist nicht einfach nur belastet, wisst ihr? Das ist schon richtig. Okay, oh, guck mal, da kommt schon wieder was. Bis später, Ether. Kann ich da drauf?
Also, wir lassen das Ding an. Und du? Ich bin ein Arbeiter und bepackt mit Muskeln. Gleich puste ich dich weg. Die Muckis helfen dir im Pokémon-Kampf, habe ich gehört. Macht Sinn, Fibio. Schreib's in deiner Fibiografie. Ja, sorry für den Schaufler-Overload, aber das scheint mir hier das Sinnigste. Praktibalk. Was ein Schufter, ne? Was ein Knechter. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Oh, du bist auf der Knechte, also bist du ein Knechter. Und hier gibt's den Folterknecht. Da muss ich noch. Ich lese es mir nochmal genau durch, ne? Damit ich nichts Falsches sage. Wir haben einen Folterknecht. Bringt das Ziel in Rage, ist nicht mehr in Attacke 2 mal einzusetzen. Ist mir egal. Gut. Linken Weg absolviert. Wenn nichts wird, wird, wird. Wenn er wird, nichts wird, wird, er wird, wird. Dann wollen wir mal die richtige Route 4 weiter erkunden. Zum Beispiel mit einem wilden Zurukex. Nein, Flampion. Wie ein Champignon. We are the Champignons, we are the Champignons. No time for Pfifferlinge, cause we are the Champignons of the world. Hey, ich denke, ein Pokémon-Kampf wäre jetzt angebracht. Auf geht's! Okidoki! Kannst du haben, Ivers! Backtacker! Ja, komm. Keine Konkurrenz. Jetzt nochmal, das ist wirklich so mit Sandsturm, das ist die Fähigkeit von unserem Rotomurf jetzt in Attacken stärker. Nur Bodenattacken oder alle? Die Beschreibung sagt ja nur, sind manche Attacken stärker. Das macht bislang einen ziemlich übermächtigen Eindruck, wenn ich das so sagen darf. Verstehe, und was war jetzt dein Lieblings-Pokémon? Ja, anscheinend Rotomurf, ne? Shigi habe ich gerade nicht dabei, es tut mir leid. Feuerheiler. Ja, ja. Hallo? Das Pokémon, das ich auf dieser Reise mit mir führe, ist eine Empfehlung aus einem beliebten Reiseführer. Ja, mein Reiseführer, der ist bestimmt... Ach, die Manon, weißt du. Der Reiseführer ist bestimmt vollgepackt, voll toller Ideen und so ein Waumboll. Das habe ich gerade nicht im Sinn, was das für ein Typ ist. Das hat aber keinen Typ Flug, oder? Oder? Ja. Was ist denn außer Pflanze? Nicht sehr effektiv. Was ist denn ein Baumball für ein Typ? Alter, was für ein Typ bist denn du, sag mal? Okay. Und die 24. Stark, stark, stark heute. Aber im Reiseführer steht leider nicht, wie man einen Kampf gewinnt. Nee. Ja, machen wir die noch, ne? Sagst du mir, wo du herkommst? Also ich komme aus... Nein, das verrate ich dir erst, wenn du mich besiegst. Stratos City, nehme ich an. Größte Stadt. Sehr nah gelegen. Svenja, ich glaube... Ich tippe auf Stratos City. Pff.
Mach einfach. Mach einfach. Ja, was gegen Pflanzen? Ja, gut, wir haben Flug. Feuer-Pokémon habe ich echt nicht im Sinn. Zieht er viel ab? Ist schon ein bisschen, ne? So will ich das sehen. Das war mein erster Kampf und ich habe ihn prompt verloren. Dein erster Kampf ever? Das war dein erstes Mal? Der Spaß einer Weltreise besteht darin, mit allerlei Pokémon aus verschiedenen Gegenden heiße Kämpfe auszutragen. Ich mag's lieber kalt. Elozeba, ja, das kann ich nur appreciaten. Leider hat es gegen meinen Boden-Pokémon jetzt nicht die allergrößten Chancen. Haben wir jetzt schon einen Großteil von Route 4 geschafft? Das würde mich interessieren. Aber es hieß ja, es gibt auf Route 4 noch die Ruinen und die sind natürlich auch nicht unwichtig. Mal gucken, wie sich das genau äußern wird. Gucken wir uns an. Ach, du bist echt Weltklasse. Denke ich zumindest. Super Trank. Ich muss sogar hier in den Schmodder. Ja. Ganz genau. Ganz genau so sieht's aus. Ja, dann haben wir den ganzen Part quasi auf Route 4 zugebracht. Ne? Bleibt nicht aus. Aber, ja. So ist es. Hätte ich nicht machen müssen. Der reagiert schon aus so einer Entfernung. Tipps für Trainer. Um Attacken ausführen zu können, benötigen deine Pokémon AP, also Angriffspunkte. Für jede Attacke besitzt das Pokémon eine bestimmte Anzahl an AP. Gehen ihm die AP aus, kann es auch die Attacke nicht mehr einsetzen. Wenn die AP abnehmen, solltest du daher ins Pokémon Center gehen. Och man, nervt doch nicht. Ich will doch nur Lucky Lucky machen. Er will unbedingt gefangen werden. Vielleicht nächstes Mal, Flampion. Ich bin gespannt auf die Kommis. Die sollen mir was über dich erzählen. Dann überlege ich es mir vielleicht. Denn Schönheit ist was anderes. Ja, anscheinend gibt es hier noch eine Menge zu tun. Leute. Na, das machen wir im nächsten Part, ne? Da freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet und erreichen wir vielleicht die Ruinen, ja? Und ja, danke fürs Anschauen und dabei gewesen sein. Und wie immer verlange ich oder ich fordere, ich wünsche mir einen Daumen nach oben, falls das Video gefallen haben sollte, wenn ihr gerne bei diesem Let's Play dabei seid. Haut rein, bis dann und ciao!